Zurück in Amalur. Ja, sind wir hier aus dem Gebäude rausgekommen und was höre ich hier eigentlich die ganze Zeit noch? Ach, noch ein Singstein. Ja, den nehmen wir natürlich mit. Eine Gruppe von Winterfeinen, genannt das Haus der Sorgen, hat ihr Leben rund um die Grube aufgebaut. Sie füttern und pflegen die Leichen dort und heiligen den Boden mit den Toten, die sie bringen. Sie bewahren die Kultur unseres Volkes und machen dies zur Wiege des Winters. Im Gegenzug erhielten sie ein Symbol, einen kleinen Schößling von weißer Rinde und roten Blättern, der aus den Leichen in der Grube erwächst. Sie nennen ihn den Heiligen Baum. Ist schön. Die Frage ist nur, wo wollen wir jetzt eigentlich hin und was für ein Quest machen wir jetzt? Achso, vielleicht sollten wir auch mal einen aussuchen. Zum Beispiel könnten wir noch Ben Shane töten, sowieso. Oder die Speer. Komm, die Speer. Augen und Ohren. Hauptmann Drefan von den Ariad hat mich gebeten, in Erfahrung zu bringen, was mit den Speeren geschehen ist, die er in den Dammwald geschickt hat. Genau. Aber ich meine, das ist nicht hier so unbedingt. Genau, das war ein bisschen weiter da. Hallen der Prüfung, da waren wir noch nicht, aber hier könnten wir hin. Und von da aus dann nochmal eine Runde laufen. Das war ja ein Quest, den wir relativ am Anfang, als wir hier ankamen, bekommen haben. Und dann wollen wir uns mal um den kümmern. Der sucht ja immer noch nach seinen Leuten. Ja, du darfst laden. Wunderbar. So. Laufen wir mal los. Na toll. Die hatte ich hier ja ganz vergessen. Da ist noch eine Truhe. Was hat die so Schönes für uns? Mittel. Mit vier Dietrichen. Mit drei Dietrichen. Mit zwei Dietrichen. Mit zwei Dietrichen. Alles klar. War klar, dass alles voll ist. Was kann ich denn mal abgeben? Vielleicht ein Plunder? Guck mal, das können wir doch mal hier. So. Da ist ein Borker. Ja, hat sich immer noch nicht umgedroht. Aber jetzt, wow! Weg mit dem Borker. Und her mit der Kohle. Genau. Wunderbar. Her mit damit. Und dann sollte jetzt hier auch irgendwo jemand sein. Wo ist er denn? Liegt der hier irgendwo rum? Jawohl. Zwei von drei Speeren. Achso, einen hatte ich schon gefunden sogar. Okay. Dann weiter. Och, Leute. Auch damit hat es sich erledigt. Dein blödes Weichkrabbelpulver will ich gar nicht. Ich könnte nochmal hier die Verstecke finden. Nee, die nicht. Aber da waren es... Egal. Egal. So, und jetzt nur noch einen Speer. Den kriegen wir auch noch hin. Jetzt muss ich hier so eine weite Runde laufen. Soll ich dafür eher nach unten? Kann das sein? Ja, ich will... Nee, ich muss eine Runde laufen. Warte mal, dann... Reisen wir mal hier hin und gehen von hier aus weiter. Es geht noch schneller. Hi. Hm?
Und dann haben wir ihm auch geholfen und das ist doch super. Wieder eine Nebenquest weniger. Im Moment geht's ja doch recht fix. Manche dauern halt länger, manche nicht. Ich sollte mal vielleicht mich ein bisschen heilen. So ein bisschen hier am... bisschen grenzwertig. Ah! Im Hof des Winters rumort es. Es gibt Feien, die über eine Welt des Verfalls hinaus predigen. Sie setzen sich über das Haus der Sorgen hinweg. Sie ehren unsere Tradition nicht. Doch sie sind auf dem Irrweg. Ohne Tod gibt es keinen Winter. Am Verfall gibt es keinen Winter. So, und du da hinten gehst mir auch auf Nerven mit deinen blöden Fliegen. Höhle der sieben Witwen. Weg mit dir. Puata Handwickel! Und sie kommen! Und lass mich doch mal in Ruhe. Ich muss mal Sachen loswerden. Irgendwas, was ich loswerden kann. Was ist das eigentlich? Ring des Elixiers. 20% Giftresistenz, 45 Leben trage ich gerade. Schaden, Schadenresistenz. Natürlich auch immer gut. Ne. Im Moment bin ich ja mehr so auf Leben und so. Weil kann ja nicht schaden. Gibt es hier nicht irgendwas, was ich mal loswerden könnte? Habe ich noch irgendwas im Plunder? Nee. Toll. Aber ich könnte mal ein bisschen was trinken. Einfach mal so. Was soll's. Einfach mal weg damit. Brauche ich nicht. Aber das Gelbe will ich auf jeden Fall haben. Wo ist es denn jetzt? Hä? Es war doch hier. Also der ist es nicht. Muss es doch der sein. Hä? Verwirrt mich hier voll. Das war doch gerade dabei, oder nicht? Ey, ich nehme jetzt... Da ist es doch. Alles nehmen. Das wollte ich haben. Das Set-Ding. Nee, will ich auch nicht haben. Gut, dann können wir ja zu ihm zurück. Ja. Oder wir können auch zwischendurch nochmal noch einen anderen nehmen. Was haben wir hier noch? Die Benshin. Oder Todauge. Elias Hörk hat in den Splitterschichten Minen einen gefürchteten Tuatha-Attentäter namens Todauge aufgespürt. Er hat mich gebeten, die Mine zu betreten, solange Todauge von der Schlacht geschwächt ist und ihn zu töten. Wo ist das? Ist das ganz, ganz, ganz... Nö, das ist zum Beispiel hier in der Nähe. Und ich glaube, hier irgendwo sollen wir doch auch hin, um mit dem anderen zu reden, oder? Ich grüße euch. Ah, es geht doch so viel schneller. Was soll denn das? Entschuldigung, aber ich wollte nur mal wissen, ob das in der Gegend ist. Sonst muss man ja immer wieder hin und her laufen, wenn man jetzt einen anderen Nebenquest nimmt. So, wir gehen mal zu ihm und sagen ihm Bescheid. Wo ist er denn? Ist das der hier? Wie kann ich euch helfen? Der ist das nicht. Heldin von Mel Sentier. Genau, hier war er doch. Hi. Ich grüße euch. Zwei sind also tot, doch Hork lebt noch. Zumindest das ist gute Kunde. Allerdings muss ich ihn ermahnen, dass er nicht Bericht erstattet hat. Ich stehe dennoch in eurer Schuld. Nehmt dieses Gold als Dank.
Vielleicht können wir in den kommenden Tagen erneut Dankeschön. Zusammenarbeiten. Wer bist du eigentlich nochmal? Ich glaube, das hatten wir schon mal gefragt. Hauptmann Drefan. Ich führe die Ariad jetzt schon seit etlichen Jahreszeiten an. Ich habe vielleicht nicht die Ausstrahlung wie einige unserer anderen Anführer, aber ich erledige meine Aufgabe. Okay. Gut, okay, ciao. Dann haben wir das ja gemacht. Genau, und jetzt wollen wir Totauge machen. Und dafür werde ich jetzt wieder wegreisen. Zu den Minen. Zu den Minen. Ich Rein grüße in die Minen. Euch. Na, da bin ich ja auch mal gespannt hier. Hier waren wir noch nicht in so vielen Höhlen und so drinne. Oh, das ist nicht so schön gerade. Ich nehme mal wieder meine Dolche und schleiche an ihn ran. Ich hoffe, von rechts kommt jetzt keiner. Könnte aber, könnte was werden. Jawohl. Das ist doch schön gelaufen. Ja, super, dass ich jetzt hier wieder nichts nehmen kann. So, wie sieht's aus damit? Das werde ich natürlich auf jeden Fall behalten. Ach, ich habe jetzt hier die ausgerüstet. Genau, ich hatte irgendwie zwischendurch gedacht, dass die Handschuhe, die ich trage, gar nicht mal so geil eigentlich sind. Also wusste ich schon die ganze Zeit, aber ich dachte, ich nehme mal ein bisschen mehr Schutz lieber. Weil 40 Schutz gegen 24 ist ja doch ein Unterschied, als halt Giftschaden, Giftresistenz, bla bla bla. Und deswegen habe ich die ausgerüstet. Und mit denen weiß ich immer noch nicht, was ich machen soll. Aber ich gehe das Risiko einfach mal ein, dass ich eh nichts Besseres, na, weiß ich nicht. Aber eigentlich hätte ich gerne bessere Handschuhe, die auch ein bisschen mehr Schutz jetzt haben. Und dann mit Fassungen. Deswegen packe ich die jetzt mal weg. So, weil, wenn ich sie damals nicht hätte, ja, ich hätte sie einfach damals benutzen sollen mit neuen Gemmen, dann hätte es sich gelohnt. Aber jetzt halt langsam nicht mehr. Kann ich noch irgendwas entsorgen? Ich glaube, diese Robe zum Beispiel. Roben trage ich eigentlich nie. Die sehen zwar toll aus, aber meistens ist der Gesamtschutzwert und das alles viel besser mit Einzelteilen, finde ich. Und ja, wenn das jetzt nicht das übertrifft, die ganzen Einzelteile, dann packe ich die jetzt auch mal weg. Mal abgesehen davon, dass mir die Zauberkraft sowieso fehlt. So, ich zerstöre mal alles, dann kann ich das auch mitnehmen. Passt schon. Hä? Wo denn? Ach, hier. Oh, das sind aber viele gute Bögen und so, hier sehe ich gerade. Dafür muss ich aber mal echt reingucken. Uiuiui, die sind wirklich gut. Gar nicht mal so schlecht. 113, 53 Schaden, 155 Schaden. Das ist ein gar nicht so schlechter Bogen. Schwierig. Ach ja, und dann haben wir noch so viele Feinklingen auch seit 1972, 97, 64. Mal zwischen den beiden könnte ich doch mal aussortieren. 97 Schaden und 45. 72, 45. Was haben die noch? Ja, Schaden bei Nacht braucht man eigentlich nicht. Und der hat halt wenigstens noch so ein bisschen Blitzschaden dabei. Dann packe ich die auch nochmal weg. So. Her mit dem mal. Und das geht bestimmt jetzt wieder nicht. Dann gehe ich mal in die Rüstung und gucke mir an, was ich hier jetzt eingesammelt habe. 101, 79. Ja, die sind gar nicht mal so schlecht. Was trage ich im Moment? Ja, okay, ich trage halt etwas, was sehr viel Leben und Mana hat. Und wenn man mal so ein bisschen, ich weiß nicht, woran das liegt, aber meine Gemmen sind nie so gut, dass ich jetzt 45 Leben oder so hinkriege. Ich weiß nicht. Also man kann halt in die Waffen was Gutes packen. Da habe ich ganz viel tolle Gemmen. Aber ich finde nie Waffen, wo man was reinpacken könnte. Man findet halt immer nur so Rüstungen und so. Und dann hänge ich da und habe 1000 Gemmen. Ja, und denke mir, okay, mache ich mal eine Rüstungsgemme oder eine Funktionsgemme. Aber ich kriege das gar nicht hin, so, dass ich die so gut mache, wie die Sachen, die ich finde. Ja, ich packe dann die mal einfach weg. Und weiß nicht, es ist halt ziemlich gut. Wobei 101 ist auch nicht schlecht. Wie sehen die denn aus? Sie war kurz nachhakt. Naja, fast. Ja, ist auch nicht schlecht. So ein bisschen mal ein anderes Outfit haben, finde ich auch cool.
So, weiß ich nicht. Ich trage halt das, was gut ist und nicht unbedingt immer nach dem Aussehen. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Sieht cool aus, aber das hat einfach definitiv mehr Leben und so. Was haben wir bei Gegenständen? Ach ja, da hatten wir auch noch die Sachen zum Lesen, fällt mir gerade ein. Ja, komm, weg damit. Und dann gucken wir uns nochmal den Bogen schnell an, damit wir auch weitermachen können. So, das wäre dann der Bogen. Der ist aber eigentlich nicht unbedingt besser. Nö. Nö, ist er nicht. Eigentlich sind sie beide relativ gleich, finde ich. Okay, du hast 16 Schaden gegen Niskaru, aber da habe ich lieber sowas Allgemeines immer, weil man kämpft ja gegen alles Mögliche und nicht nur gegen das eine. Ja, gut, dann weg damit. Und dann, ich weiß nicht, soll ich die ausgerüstet lassen? Ich nehme mal meine wieder kurz in die Hand. Wenn wir schleichen müssen, kann ich es ja wieder ändern. Was machen die denn da? Eine Fressparty? Ein bisschen unheimlich sind die ja schon. Okay, Kisten zerstören, schön. Sinnlos. Sollte es eigentlich das Versteck finden, genau. Okay, das ist eine Schutzscherbe. Hätte ich auch mitnehmen können eigentlich, weil die kann man gut aufwerten. Und da ist aber noch einer. Ich versuch's mal wieder. Ich mag ja so gerne schleichen. Aber der kommt jetzt hier gleich rum, ne? Ach, die gehen beide im Kreis immer. Kommt hier einer immer wieder rum? Jetzt kommt der andere nämlich rum, ne? Das ist natürlich scheiße. Dann lässt es sich natürlich schwer schleichen. Jetzt gehen die hier beide rum. Ist der andere? Da. Jetzt kommt der aber rum. Jetzt kommt der da rum. Und der da. Scheiße! Mit Dolchen erlegt. So, das ändern wir jetzt aber mal schnell hier. Jetzt roll doch mal weg. Sie geht nicht weg aus der Ecke. Oh, jetzt. Das war's. Ja, das mit dem Schleichen ging jetzt hier sehr schwer. Weil, wie denn auch? Ach, Leute, ich will doch auch die Sachen einsammeln können, die ich so finde. Das ist doch unfair. Soll ich jetzt doch wieder die tragen oder die? Ich weiß nicht, was ist denn wichtiger? Kannst du nicht mal wieder sowas trinken? Dann können wir gucken, was er da für Dinger hat. Hier, genau, schütz dich mal. So. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich will mir das ja nur mal wenigstens angucken können. Sylvanische, ja, super. Hätte ich mir auch sparen können, weiß man aber immer erst hinterher. Schön, dass da Totauge ist. Kannst du mal... Ach, die hast du schon ausgerüstet. Hallo!
Mann. Reicht aber. Sünde? Was habe ich denn als Sünde? Ich habe die Sünde eingesammelt. Manchmal ist es doof, wenn man nicht so aus der Ecke rauskommt. Man sieht das ja schon, dass man da weg will. Aber naja. So, schwer. Und ich habe 4 Dietriche. Das merke ich jetzt schon, dass es nicht klappt. Ja. Ja, mit dem einen Dietrich hätte es fast geklappt. Pech. Okay. Ja. So ein bisschen respekteinflößend sind die ja doch, diese Kolosse, aber manchmal sind sie auch, also es ist komisch, manchmal denke ich immer, sie sind voll schwer zu besiegen, dann geht es doch relativ schnell und manchmal denke ich auch, das wird schon und so und dann denke ich, scheiße, häng ich da lange und habe das Gefühl, dass ich mit meinen Fallen gar nicht durchkomme. Dann ist Todauge also erledigt. Gut gemacht, Kriegerin. Nehmt dieses Gold für eure Mühen. Und jetzt kehre ich besser zu Hauptmann Drefan zurück. Er will bestimmt einen vollständigen Alles klar. Bericht. Er ist der Anführer der Ariad und mein Kommandant. Wir sind Kundschafter, die den Interessen der Alpha in Chlorikon dienen. Drefan hält sich immer an die Regeln, aber das ist schon in Ordnung. Manchmal sind das Regeln stimmt. ganz nützlich. Tschüss. Lebt Schön, wohl. Dass ich helfen konnte. Wir sehen uns im nächsten Part. Viel ist nicht mehr übrig. Dann geht's weiter mit dem Hauptquest. Sag ich jedes Mal, aber ihr seht ja auch, das ist echt... Ja, es wird weniger. Nebenquests noch 3 Stück. Aufgaben habe ich noch ein paar. Das kann ich aber selber so für mich dann immer mal machen noch. Beziehungsweise es ein bisschen vorarbeiten und dann aufnehmen. Aber ich will, wie gesagt, ich will auch endlich weitermachen. Brunder Bade haben wir noch. Leichbecken und das Erbe der Familie Aster. Mal gucken, was noch auf uns zukommt. Wir sehen uns. Bis dann.